Da will ich, glaube ich, nicht runterfallen. So, was ist hier unten noch? Revelio. Sumpfkrattler, der mich einfach noch nicht entdeckt hat. Dann entdeckt er mich jetzt. Ah! Puh. Die halten schon ordentlich was aus. Sumpfkrattlerzunge. Levitiere einen Sumpfkrattler an der Zunge. Das müssen wir irgendwann auch nochmal schaffen. So, hier haben wir jetzt keinen Durchgang, wie es aussieht. Aber wir haben ja hier einen Weg, den man ja vermutlich irgendwie öffnen kann. Also erstmal... Uff. Wie kriegt man das Teil weg? Muss man hier auch Depulso wirken? Ja. Depulso wirklich für viele Gelegenheiten nützlich. Die könnte man auch durch Feuer wegkriegen. Wofür das hier hin? Einfach nur zur Prüfung Merlins. Ja. Ich erkenne eine Prüfung. Revelio. Ja gut, das war jetzt ja auch wirklich nicht schwer, Sherlock. Du nimmst dich manchmal selbst ganz schön ernst, oder? Herr Pendragon. Zu sehr eingenommen von dir selbst. So, jetzt müssen wir mal gucken, was das wohl für eine Prüfung Merlins ist. Hat das was hier mit denen zu tun? Mit den Schmetterlings? Drei Stück sehe ich davon. Was macht man da denn mit? Nee. 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 Nichts davon. Lumos vielleicht. Vielleicht Lumos? Lumos. Ja. Das war's. Das hat mich nämlich gerade an die Motten erinnert. Und die haben sich ja auch so verhalten bei Lumos. So, irgendwo müssen jetzt aber noch Schmetterlinge sein, die wir jetzt ad hoc noch nicht gesehen haben. Die sind weg. Wo sind noch Schmetterlinge? Hier außerhalb? Nee, das kann nicht sein. Da! Lumos. Schmetterlings! Nein, das war doof. Kommt mit! Lumos. Sehr gut. Ihr seid wunderschöne kleine Schmetterlings. Ich kann auch mit ihnen rennen. Eigentlich will ich, dass die immer an meiner Seite bleiben. Das ist episch. Nice. Eine weitere Prüfung Merlins abgeschlossen. Ja, da muss ich mich direkt mal schützen. Perfekt auf jeden Fall.
Irgendwie spackt das Touchpad in letzter Zeit ein bisschen. Muss ich nicht verstehen. Berüchtigter Gegner. Oh je. Das erklärt natürlich einiges. Dann ist das tatsächlich so eine Art Boss-Areal. Also Nebenboss-Areal. Oder optionaler Boss-Areal, wie auch immer. Ah. Violette Drachenaugenbrille. Zum Glück machen die kaum Schaden. So, dann haben wir das auch erledigt. Das ist aber immer noch keine Antwort darauf, wie wir in dieses Schloss reinkommen. Hallo, Mr. Sumpfkrattler. Ah! Oh, und von ihm blieb nur noch ein Hut übrig. Ne, die Zunge. Ich dachte gerade schon, Hut, das kann nicht sein. So ein Gentleman war dieser Sumpfkrattler nicht. Wieso komme ich hier nicht rüber? Also, wenn ich hier so normal nicht hinkomme, dann komme ich aber sicher mit einem Besen da rein, oder? Nee, ich kann hier nicht fliegen. Revelio. In der Innenseite ist was. Ah, okay. Ich glaube, ich sehe aber was. Das wollen wir jetzt nochmal probieren. Ich würde da wirklich gerne rein. Ich weiß zwar nicht, ob ich diesen Boss da schon besiegen kann. Man hätte auch einfach da hochgehen können und nicht das ganze Gerümpel erklimmen wollen. Muss ich hier vielleicht irgendetwas... Wie wäre es gut, wenn man irgendwie eine Kiste oder sowas bekommen könnte? Da oben ist nämlich auch noch was. Da oben ist definitiv etwas. Haben wir hier sonst etwas, was ich hochheben lassen kann? Komm mit. Ah, das klappt wohl nicht. Wenn ich jetzt hier runterfalle... Ah, kann ich nicht. Können wir von hier unten etwas hochholen? Irgendwas? Zum Beispiel dich? Nee, können wir nicht. Hier fehlt im Grunde etwas zum Draufsteigen. Und die werden als solche nicht angesehen. Und hier kann ich auch nicht. Oder fehlt mir hier wirklich einfach nur noch der Zauber bisher? Na, schade. Diese Verwandlungszauber und so, die funktionieren außerhalb des Raums der Wünsche nicht. Hm. Ich gehe davon aus, dass uns noch irgendwas fehlt, um da wirklich was machen zu können. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt als erstes mal zurück zu Bearmont. So hieß sie ja, glaube ich, ne? Hieß sie so?
Irgendwie so auf jeden Fall. Dafür müssen wir hierhin reisen. Wir wissen zwar immer noch nicht, was mit ihrem Bruder ist, was sehr traurig ist, aber vielleicht klärt sich auch das noch auf im Laufe des Abenteuers oder im Laufe unserer Erkundungen hier. Da drüben ist sie. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Die armen Kunden trauen sich gar nicht rauszugehen. Hallo, Madame Bowman. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Ich habe sie einfach überrascht. Es war schwer. Es war schwer und sie haben sich gewehrt, aber ich hab's geschafft. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Wir können uns die Waren ja nochmal angucken. Ich weiß es gerade nämlich ad hoc nicht mehr, was sie zu verkaufen hatte. Genau? Ach ja, Straßenköder, Spinnfänger. Ah, das brauchen wir nicht. Auftrag abgeschlossen, Hirschkopfdekoration, na das ist doch mal was Feines. Und 180 Erfahrungspunkte. Vielleicht sollten wir jetzt auch endlich mal den Talentpunkt verteilen. Was war beim Raum der Wünsche noch? Die Wirkung des Unsichtbarkeitstranks hält länger an. Der Durus-Trank macht dich unverwundbar. Ja, das finde ich, glaube ich, gut. Unverwundbar klingt auf jeden Fall gut. Jetzt müssen wir nur noch Eduros-Tränke haben. Aber wir können sie ja jetzt tatsächlich auch herstellen. Fällt mir gerade ein. Das war doch das mit den Aschwinderinnen-Eiern, oder nicht? So, Raum der Wünsche. Einmal einen kurzen Abstecher. Es ist wirklich cool, dass man die überall erreichen kann. Sehr wertvoll. So, wie sieht das hier aus? Eduros-Trank, genau. Eier einer Aschwinderin. Dann machen wir da jetzt nämlich mal ein paar. Die sollten auf jeden Fall nämlich mal Ankämpfe deutlich vereinfachen. So, jetzt brauchen wir hier eine Hirschkopftrophäe, auf jeden Fall. Ja, das sieht doch ganz großartig aus. Ich bin ein ganz großer Fan davon, tote Tiere auszustellen quasi. Großartig. Ganz großartig. So, die dürften alle fertig sein. Eduros-Trank. Thank you. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch noch mal ein paar von den Power-Tränken machen. Ein bisschen Horcrum-Saft haben wir ja gefunden. So, und dann können wir nämlich auch schon wieder zurück. Und den ersten einsammeln. So, jetzt haben wir 17 Tränke. Ich weiß gar nicht, wie viele man insgesamt überhaupt haben kann. Keine Ahnung. 17 scheint auf jeden Fall nicht das Maximum zu sein. Insofern alles ganz cool. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt gleich mal mit der Hauptquest weiter. Professor Fig soll ja zurückgekehrt sein. Und ich denke, es ist durchaus sinnvoll, wenn wir uns dann einmal mit ihm zusammensetzen. Professor Figs Unterrichtsraum. Ja, da gehen wir jetzt erstmal hin. Ja, wir müssen ihm von der Kartenkammer erzählen. Und wir brauchen halt ganz dringend das Buch. Denn ansonsten kommen wir hier bei der Geschichte nicht weiter. Hier werden noch irgendwo Sammelgegenstände angezeigt. In diesem Raum. Ich wüsste aber nicht, wo genau. Naja, vielleicht
Klärt sich das ja nachher noch. Professor Fick. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Ja, das habe ich mir gedacht. Es ist lange her. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ihr Freund Mr. Ollivander schickte mir eine Eule und bat um Hilfe bei der Suche nach einem Zauberstab der Familie, der ihm gestohlen wurde. Hat er das, ja? Also ging ich zur Eulerei, wie er wollte. Und da standen all diese Statuen. Was meinen Sie mit Statuen in der Eulerei? Ja, und das hat mich dann zu dem Geheimversteck mit Richard Jackdaws Geist geführt. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit schon. Er versteht gar nichts. Er erzählte mir von einer Geheimhöhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Auf zur Kartenkammer. Und wir sind direkt schon dort, oder was? Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Ja, mal wieder der olle Peeves. Da ist Professor Fick. Da wird uns auch noch irgendwas gerade auf der Karte angezeigt. Auf der Minimap, guckt mal, das sind so drei Punkte. Als könnte man dort mit jemandem reden. Das müssen wir jetzt auch mal... Ah ja, da. Und das war die ganze Zeit hier unten. Verborgen. Riesiges Gewölbe, ne? Sieht vielversprechend aus. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Das nur sehen könntest. Da ist Rackham. Ich wollte gerade schon sagen, wann kommt er denn? Eine Karte von Hogwarts. Beziehungsweise von der Umgebung. Aber warum und wofür? Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fick. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariums-Erinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe?
Es ist ein bisschen her, also nur unvollständig. Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter, eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Ja, uff. Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn... Vertrauen Sie, Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Okay, sehr spannend auf jeden Fall. Die vier Prüfungen also, um unsere Tauglichkeit festzustellen. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Kommt mir nicht bekannt vor. Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dort. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Ja, sehr interessant mit den Prüfungen. Ich frage mich, was für ein Wissen wir dann am Ende bekommen werden und was das für eine Magie ist, die Ranrock benutzen kann. Und ich frage mich, ob die Prüfungen, die wir jetzt absolvieren wollen, nicht nur eine Prüfung unserer Fähigkeiten, sondern auch unserer Einstellung oder unseres Geistes ist. Weil Rackham sagte ja, dass sie sicherstellen wollen... Zeit, dass sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Okay, sogar Madame Kogawa lehrt uns einen Zauber. Rackham sagte ja, dass sie sicherstellen wollen, dass dieses Wissen nicht in falsche Hände gerät. Und das kann es nur, wenn auch unser Geist getestet wird. Also quasi, was für ein Mensch wir sind. Und ja, da bin ich gespannt, was da generell noch auf uns zukommen wird. Triff dich mit Professor Fig am Turm, um uns für die erste Prüfung vorzubereiten. Lasse Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade platzen. Bringe Ballons rund ums Quidditch-Feld zum Platzen. Moment, das können wir aber ziemlich leicht und ziemlich schnell machen. Das sollten wir auf jeden Fall zuerst machen. Denn immer wenn wir unser Zauberrepertoire aufbessern können, kann das nur gut sein. Flügel des Glockenturms. Rasen der Flugstunden. Da können wir dann gleich einmal noch mit Madame Kogawa reden.
Ah ne, wen haben wir hier? Leander Privet. Moment, was ist das für eine Quest, die hier angezeigt wird? Jemand sucht nach einer Herausforderung im Akio-Duell. Ach so, das ist doch was anderes. Ah, das ist dieses, das kennen wir ja schon. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. So. Puff. Puff. So, da fehlen aber noch welche. Ah, da drüben. Und hier. Perfekt. So, das haben wir schon mal. Hier wäre doch auch eine Quest, oder? Ist hier nicht die Quest mit diesen Quidditch-Duellen? Ich glaube, ja. So, und dann müssen wir jetzt noch in die Nähe von Hogsmeade. Ja, da stehen auch welche. Das war doch Hogsmeade, ne? Das Ballons über dem Bahnhof von Hogsmeade. Über dem Bahnhof von Hogsmeade? Wo ist denn der Bahnhof von Hogsmeade? Hier? Interessant, bei dem waren wir ja noch gar nicht. Dann gehen wir da doch direkt mal hin. Glacius würde ich wirklich gerne haben. Das wäre dann auch der erste Eiszauber, den wir haben. Und ich nehme mal an, dass dadurch unsere, ja, wie wir uns im Kampf verhalten können beispielsweise oder unsere Möglichkeiten im Kampf dadurch nochmal verändert werden. Kann ich mit 2000 Gold eigentlich irgendwas Sinnvolles bei Ihnen kaufen, Mr. Brown? Hier gibt es viel zu sehen. Was haben wir hier? Zauberanwalt Tierwesen, Spielzeugkiste. Schneidestation. Diese Station produziert regelmäßig ein pflanzliches Nebenprodukt. Dungkomposter. Materialverfeinerer. Benutze ihn zur Herstellung von Mondstein. T-förmige Trankstation. Ich glaube, ich finde hier die Schneidestation cool. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Und was haben wir hier noch? Tierwesen-Spielzeugkiste. Nutze sie, um die liebsten Spielzeuge deiner Tierwesen auszuwählen. Ich meine, Tierwesen haben wir zwar aktuell noch nicht. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Spätestens, wenn wir unsere erste Stunde hatten. Tal von Hogsmeade. Jetzt können wir den Besen benutzen. Der Bahnhof von Hogsmeade. Hier waren wir ja auch noch überhaupt nicht. Wo haben wir weitere Ballons? Da ist noch einer.
Und irgendwo muss hier ja noch ein Fünfter sein. Wahrscheinlich eher hier an der Seite. Gut versteckt in den Bäumen. Sagt einfach Stopp, wenn ihr einen von den Ballons seht. So machen wir das. Es kann eigentlich ja nur noch einer sein. Oh oh. Oder der ist richtig hoch. Da drüben sehen wir Hogwarts. Da ist einer. Guckt mal. Man muss nur hoch genug steigen, dann sieht man alles. Großartig. Perfekt, lasse Ballons platzen. Aber jetzt würde ich mir auch schon gerne hier anschauen, was wir hier am Bahnhof so vorfinden. Hier scheint es ja zum Beispiel auch... Hogsmeade Station können wir nicht rein, aber hier scheint es auch Händler zu geben. Zumindest einen.